Hallo alle zusammen zu einer neuen Ausgabe der Football-Regelkunde. Im heutigen Video geht es um Helm und Helmgitterfaust. Klingt jetzt etwas sperrig, diese Begriffe, aber ihr könnt euch wahrscheinlich schon vom Prinzip her vorstellen, worum es geht. Ich muss euch vielleicht enttäuschen, Targeting ist es nicht, auch wenn beim Targeting immer mindestens ein Helm involviert ist. Aber heute geht es um etwas anderes und dazu schauen wir uns erstmal Regel 918 aus dem Buch an. Da gibt es zwei Punkte bei den Helm- und Helmgitter-Fouls. Zum einen Punkt A, kein Spieler darf den Helm eines Gegners inklusive Helmgitter oder dessen Hals mit Hand, Händen oder Armen fortwährend berühren. Ausnahme durch oder gegen den Runner. Das ist das sogenannte Hands-to-the-Face-Foul. Also wenn man mal hochkommt, das passiert normalerweise zwischen Blockern, also zwischen Spielern, wo einer blockt und der andere geblockt wird. Und einer von den zweien kommt dann nach oben an den Helm. Das ist an sich erstmal kein Problem, wenn man da oben mal kurz rankommt und gleich die Hand wieder wegnimmt. Wenn man aber dann fortwährend am Kopf des Gegners bleibt, beziehungsweise am Helm oder am Hals und da gegen den Kopf, gegen den Hals drückt, fortwährend über einen längeren Zeitraum, dann ist das ein persönliches Foul und nennt sich dann Hands to the Face. Dann haben wir noch Punkt B, kein Spieler darf das Helmgitter, den Kinnriemen oder eine andere Helmöffnung eines Gegners ergreifen und diese dann verdrehen oder daran ziehen. Es ist kein Foul, wenn das Helmgitter, der Kinnriemen oder die Helmöffnung nur ergriffen, anschließend aber nicht verdreht oder daran gezogen wird. Im Zweifel ist es ein Foul. Das ist also im Grunde das Foul für Face Mask. Und wie die Regel schon sagt, man muss an dem Gitter auch ziehen oder dran drehen oder beides, beziehungsweise an einer Helmöffnung. Also an den Löchern, an den Ohren ist zwar sehr schwierig, aber das ist auch möglich. Oder halt irgendwo anders an der anderen Helmöffnung, dass man die ergreift und daran zieht und daran und dreht, dann ist das ein Foul für Face Mask. Für beide Punkte haben wir Videobeispiele, die wir uns jetzt gleich anschauen. In der ersten Situation ist es genau so etwas, was ich vorhin für das Hands to the Face Foul beschrieben habe. Es ist in einer Blocksituation zwischen zwei Spielern und einer von den beiden drückt dann den Kopf des Gegners, in den meisten Fällen nach oben. Das ist jetzt der Linebacker in Orange, der Defense mit der Nummer 2. Der ist hier in der Mitte. Die Nummer kann man jetzt noch nicht sehen, aber wenn ihr den jetzt etwas verfolgt, dann werdet ihr sehen, was gemeint ist mit dem, was ich bisher erzählt habe. Und hier halte ich mal kurz an, das seht ihr jetzt gerade etwas klein, aber es ist erkennbar, dass der Verteidiger oben die Hand am Hals bzw. unterhalb des Face Masks seines Gegners hat und fortwährend gegen den Kopf drückt. Und ihr seht auch diese ungünstige Kopfposition für den Offenspieler. Das ist für den Nacken sehr unangenehm. Der Spieler kann außerdem nicht mehr wirklich was machen, weil er ja nicht mehr wirklich was sieht, sondern nur noch nach oben in den Himmel schauen kann. Das ist ein persönliches Foul für Hands to the Face. Und ist dann eine 15-Yard-Strafe. In dem zweiten Beispiel begeht das Foul wieder ein Verteidiger. Das kann aber natürlich auch von Offenspielern begangen werden. Ist jetzt einfach ein Zufall, dass es hier in meinen beiden Videobeispielen immer Verteidiger trifft. Es ist der gefaulte Spieler, ist der Running Back mit der Nummer 27. Den seht ihr jetzt auf Höhe der 30. In der ersten Szene ist es nicht ganz so gut zu sehen. Vielleicht ein bisschen. In der Wiederholung seht ihr es gleich deutlicher. Der Verteidiger drückt gegen den Kopf des Gegenspielers. Das ist hier die Nummer 31 aus der Defense. Und da seht ihr jetzt, wie der Kopf nach oben gedrückt wird. Der Spieler verliert dadurch sogar den Helm. Und wie ihr sicher wisst, ein Spieler, der während dem Spielzug seinen Helm verliert, muss das Feld für einen Spielzug verlassen. Es sei denn, sein eigenes Team nimmt eine Auszeit. Dann kann er weiterspielen. Oder, und das ist genau hier in dem Fall die weitere Ausnahme, das Foul resultiert den Helmverlust. Damit darf der Spieler mit der Nummer 27 weiterhin auf dem Spielfeld bleiben. Foul, legally instant hands to the face, defense, number 31. Attempt to the end, at the end of the run, 15 yards, automatic first down. Number 27 may remain in the game. There's something came up as a result of the foul. Nach den beiden Videobeispielen zum Foul Hands to the Face kommen wir nun zum Face Mask Foul. Das erste Videobeispiel, wie ihr auf dem Feld seht, ist ein bisschen älter, 6 Jahre ist es alt. College Football Finale zwischen Alabama und Clemson. Damals spielte ein Derrick Henry, heute im Dienste der Tennessee Titans, noch College Football. Und für mich ein klassisches Face Mask Foul. Der Verteidiger ergreift das Helmgitter.
Er kommt nicht weg, absichtlich passiert das so gut wie nie. Aber dadurch, dass er nicht wegkommt, zieht er am Helmgitter und das ist ein deutliches Foul für ein Face Mask. You're right about that. Personal foul, Face Mask, number 44, the defense. Half the distance to the goal, first down Alabama. Da seht ihr nochmal, er hängt jetzt dran, er zieht an dem Gitter, er zieht am Helm und damit ist das ein Foul. Wie auch schon vorhin beim Hands to the Face Foul erwähnt, wenn ein Spieler direkt durch das Foul seinen Helm verliert, muss der Spieler nicht für einen Spielzug vom Feld, wie zum Beispiel hier in diesem Fall, auch hier wieder Face Mask, in der Regel passiert das nicht absichtlich, sondern man zack ist die Hand drin und der Verteidiger kann dann nicht mehr viel machen. Also der Spieler, es muss ja nicht unbedingt der Verteidiger sein, der Spieler, der dann im Gitter schon drin hängt, kann nicht mehr viel machen und dann ist das schon zu spät. Wenn der Spieler nur reingreift und gleich wieder loslässt, wäre das kein Foul, aber nachdem er komplett dran an dem Helmgitter zieht, ist es einfach ein eindeutiges Foul für Face Mask. Und ja, ich kann meine Flagge manchmal nicht richtig gut werfen. In den bisherigen zwei Videobeispielen wurde immer das Foul dadurch begangen, dass ein Spieler in das Helmgitter gegriffen hat und daran gedreht und oder gezogen hat. Aber das Foul Face Mask betrifft nicht nur das Face Mask selber, sondern auch, wenn in eine andere Helmöffnung gegriffen wird, also ins Ohrloch oder halt in jede Öffnung des Helmes, zum Beispiel da unten, wo der Kopf drin steckt und daran zieht. Das sieht man jetzt aus der zweiten Perspektive nochmal besser. In jedem Fall, auch wenn das als Face Mask Foul bezeichnet wird, wenn man in eine Helmöffnung reingreift, ist das immer noch das gleiche Foul. Ich würde das zum Beispiel in meiner Ansage dann so ansagen, dass der Spieler in eine Helmöffnung reingegriffen hat und daran gedreht oder gezogen hat. Er zieht jetzt im Grunde dem Spieler den Helm aus an dem hinteren Schild des Herstellers vom Helm und das ist genauso ein Foul wie am Helmgitter selber. Wie bereits erwähnt, um ein Face Mask Foul zu haben, muss ein Spieler in eine Helmöffnung oder in das Helmgitter reingreifen und daran ziehen. Hier wurde bei diesem Spiel im ersten Moment eine Flagge geworfen, verständlich aufgrund der Kopfbewegung, warum. Aber wenn man sich die Hand genau anschaut, sie ist nur auf dem Helm. Er greift nirgends in eine Helmöffnung rein. Er zieht nicht an einem am Helmgitter, er zieht nicht an einer Helmöffnung. Damit ist in dieser Situation das kein Foul für Face Mask, auch wenn es vielleicht etwas komisch aussieht. Sicherlich auch nicht unangenehm und ungefährlich für den Ballträger ist. Aber es ist einfach nach dem Regelwerk kein Foul. Zum Abschluss des heutigen Videos noch eine Szene, in der brauchen wir uns über das Foul für Face Mask gar nicht unterhalten. Das ist eindeutig da. Aber in der Situation verliert der Ballträger durch das Foul den Helm. Damit ist der Ball der Regel nach tot. Das ist ja schließlich gefährlich, wenn man jetzt ohne Helm getackelt wird. Dementsprechend beendet hier im Grunde das Foul den Spielzug. Dadurch zählt der Touchdown nicht. Ist bitter für den Spieler, aber aus Sicherheitsgründen eine klare Regelung. Der Ballträger darf auch, wenn er den Helm verloren hat, oder besser gesagt, ein Spieler, der den Helm verloren hat, darf gar nicht mehr weiterspielen, beziehungsweise er darf auch gar nicht mehr angegriffen werden. Dementsprechend ist das hier kein Touchdown und eine 15-Yard-Strafe vom Ende des Laufs, da wo auch das Foul begangen wurde und der Spieler seinen Helm verloren hat. Personal foul, face mask, defense number 28. By rule, when the runner's helmet comes on, he cannot advance the ball. The penalty will be enforced at the end of the run. Man könnte jetzt hier diskutieren, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, wenn der Ballträger den Weg alleine in Richtung Endzone hat, ob man dann wirklich auch darüber entscheiden sollte, dass vielleicht der Spielzug weiterlaufen könnte. Aber wo ist dann die Grenze? Wie weit muss einer weg sein? Das ist eine eindeutige Regelung, macht es für alle wesentlich einfacher. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe der Football-Regelkunde. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Solltet ihr Regelfragen haben, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Auch Vorschläge für weitere Regelkunde-Videos sind willkommen.
Was uns auch freuen würde, abonniert unseren Kanal, dann bekommt ihr regelmäßig Videos zu Football-Regelfragen. Bis dahin wünschen wir euch eine fantastische Zeit, bleibt gesund, bis bald!